Die Geissens sind Multimillionäre und das wollen sie auch bleiben. Deshalb ist Carmens Motto Sparen, Sparen, Sparen. Ja super! I come send with the helicopter in 1 hour. Merci, supi. So, Robert, ich bin dann gleich erstmal beim Friseur. Ja, davon wirst du auch nicht schöner. Robert! Ich weiß, wie ich scheiße, Carmen. Oder habt ihr deiner schwulen Friseurtunte oder bist du mit Batex festgeklebt? Hör mal, was ist das denn? Ist die Uhr etwa neu? Nee, die ist mit Babolje gewaschen. Manchmal denke ich echt, du bist so blöd, wie du aussiehst. Robert! Wir haben doch gesagt, wir wollen sparen. Und da kaufst du dir eine neue Uhr? Die hat doch bestimmt 20.000 Ocken gekostet. So billig war die nicht. Ja, ich weiß nicht, was die Frau manchmal für Vorstellungen hat. Für 20.000 Euro, sag ich mal, kriegst du keine anständige Uhr. Von so einem Bimbo am Strand vielleicht, wie die, die ich ihr letztens zum Geburtstag geschenkt habe. Aber das kommt für mich persönlich nicht in Frage und ist auch kein Thema. Da Familie Geiss sparen will, essen sie nicht wie sonst im Restaurant, sondern heute zu Hause. Das schmeckt ja nicht mal so scheiße. Sag dem Melzer mal, dass das gut schmeckt. Tim! Das hast du echt mega lecker gekocht, also das muss man sagen. Das ist uns natürlich definitiv mega wichtig, dass die Kinder das in ihrem Unbewusstsein verankern, dass das Essen nicht nur im Restaurant wächst. Bei armen Leuten ist das ja gang und gäbe, da die zu Hause essen. Und damit die Kinder das lernen und auch Kleinigkeiten wertschätzen, habe ich der Shania und der Davina ein Rennpferd gekauft. Mir erzählt eure bekloppte Mutter was vom Sparen und euch kauft sie ein Rennpferd. Das Jamiroquai Jungle, sau teuer, das Drecksvieh. Robert! Ruhig, Blondie, diesmal ist dich ja nicht gemein. Jetzt lass das arme Pferd doch jetzt in Ruhe. Jo, das war natürlich Pech, dass es sich direkt beim ersten Rennen der Vorderhufe gebrochen hat. Da kann man mit so einem Rennpferd natürlich nichts mehr anfangen, ne, ist klar. Wieso? Der dicke Melz hat doch das Beste draus gemacht. Der Sauerbraten ist doch mega geil. Was ist? Was guckt ihr denn so blöd? Zickzack rüber ab. Robert! Fury in the slaughterhouse.